es ist soweit. Wir wollen heute Blossom Tales einfach alle mal durchspielen und da muss ich mal durchdashen. Wir sind hier in Krokus Schloss in den Ödländen und... Oder im Ödland? Ödländen? Kann man das so sagen? Jedenfalls wollen wir hier durch. Wir haben ungefähr ein Viertel seines Schlosses durch. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Wie man hier sehen kann, das ist der oben links Bereich, jetzt sind wir in unten links Bereich. Danach unten rechts, dann oben rechts, dann sollen wir entweder oben rechts oder in der Mitte auf ihn stoßen. Er hat halt sehr viele Barrieren, er will sicher gehen, dass niemand zu ihm gelangen kann. Ich glaube, ich muss hier lang, bin mir nicht sicher. Hoffentlich ist das richtig. Ich werde überall abgeschossen. Wow! So, sehe ich noch das richtig? Es war richtig, okay. Oh, Hinterhalt! Komm, verschwindet! Bam! Sehr gut, die Bombe war eine gute Ablenkung. Und weiter geht's mit dem Hinterhalt. Noch mehr von euch Rittern. Irgendwo muss da der Knopf sein. Nein, kein Knopf. Müsst ihr alle besiegen jetzt? Okay. Versuch's. Die haben sehr starke Rüstung. Das ist, aber kann sie nicht immer erwischen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Vor allem auch nicht mit diesem riesigen Schild. Komm, das Herz. Yes. Full heal und ein Trank. Dankeschön. Den nehme ich doch dankend an. Oh nein. Nicht schon wieder Simon Says. Das muss nicht sein Spiel. Bitte. Bitte nicht. Es geht weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Hab ich Glück gehabt. Es geht weiter. Okay. Rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, links, links. Ja? Vorbei? Oh Gott sei Dank. Ein Schlüssel-Item. Wo kommt der denn hin? Der ist doch gar nicht im Inventar. Ich weiß, wo der hinkommt. Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Zum Anfang zurück. Aufpassen, wenn wir durchgehen. Wir wollen nicht electrocuted werden. Das tut höllisch weh, Mann. Genau so, das meine ich. Aua. Ich wollte es nicht demonstrieren. Es war aus Versehen. Ja, hier in dem Anfangsraum. Da gab es ein Tor. Zu öffnen. Ein großer Korridor. Der Weg. Wo wir lang müssen. Ach, verdammt. Schon. Beeilung. Geschichte kann ich mir so lange weitergehen. Die Kinder müssen auch mal irgendwann ins Bett. Okay, fein, fein gemacht. Nein, nein! Das gibt's doch nicht! Oh Mann, wie viel Pech kann man haben? Oh, hello. Oh, wow, oh, wow, oh, bitte nicht. Vor allem, ich trag dir jetzt mit. Normalerweise sind die längst die spawnen, aber ich trage die ja mit, weil ich die ganze Zeit den Bildschirm lade, wo die drin sind. Na, ist auch egal. Hm? Bin ich denn jetzt? Riesiger Raum mit ganz vielen Gegnern. Das ist ein Schatz. Und ein Bandit. Die gibt's ja auch. Vielleicht kommen die Banditen ja ursprünglich von Krokus. Dem Krokus. Und ist mir auch noch mit. Könnt mir nichts, ihr könnt mir rein gar nichts. Okay, ihr könnt mir wehtun. Hallo, ich bin stuck. Hilfe, die Spinne. Hey. Man kann die Spinne gar nicht erwischen, wenn die direkt vor einem steht. Das ist voll fies. Ich muss da wirklich aufpassen. Oh, ganz viel Geld. Schön und gut, aber ich glaube nicht, dass ich es noch gebrauchen werde. Ich meine, ja, okay, für den Notfall nehme ich es mit, aber... Ich glaube es da noch nicht. Toten Schädel können wir natürlich trotzdem mitnehmen. So ein bisschen Money. Wo sind wir hier? Schloss Mitte. Okay. Klingt wie eine Haltestelle, aber ja, wir sind bei der Hälfte des Dungeons angekommen. Oh, endlich wieder mein Schwertlaser. Jetzt bloß nicht verlieren. Das wäre ärgerlich, wenn ich den jetzt noch verliere. Also hau ab. Verschwindet. Nein. Ah. Blöd,
alten Statuen. Das ist aber einiges noch an Kisten. An Truhen. An Items. Hm? Achso, hier war ein Schalter unten versteckt. Ah. Interessant. Und noch ein Haufen Geld. Nehme ich dankend an. Und ich verschwinde hier. Woo! Geht das nicht? Kann er nicht runterfallen. Okay, dann. Plan B. Außen rum. Oh oh. Oh oh. Margel der schwarzen Rose. Genug jetzt. Ich bin beeindruckt, dass du es soweit geschafft hast. Aber deine Reise endet hier. Unzählige Ritter habe ich im Namen von Krokus umgebracht. Aber dich umzubringen, wird mir eine besondere Freude sein. Bereite dich darauf vor, deine Knochen brechen und dein Blutknochen zu was dein Blut kochen zu spüren, kleine Ritterin. Ja, ja, ja. Wie war's mit dem Nachhinein? Weißt du was? Ich kämpfe nicht head-on. Das ist fake. Der ist richtig. Es gibt einen, der fake ist. Was ist das für ein böser Angriff? Verdammt! Wer ist der echte? Wer ist der echte? Wer ist der echte? Wer ist der echte? Er ist es! Nein, er ist es nicht! Ist immer noch der hier? Ist immer noch der hier. Er hat sich nicht einen Millimeter bewegt. Er wollte mir nur den Anschein geben. Jetzt hat er sich wieder bewegt. Er ist es! Ey, kannst du das mal lassen? Das langweilt nur noch. Aha, aha. Nein? Nein? Was zur Hölle? Gibt's doch nicht. Er kriegt mich komplett. Ich gehe gerne head-on auf ihn drauf, weil ich sowieso 7 Heilträger habe, die einen komplett voll heilen. Also eigentlich kann ich mich super sicher fühlen. Ist eigentlich ziemlich egal im Moment. Und ich meine, am Ende habe ich dann vielleicht keine mehr für Krokus. Dann könnte es dann noch spannend werden. Na komm. Geh down, Mann. Geh einfach down. Oh, sonst gehe ich noch gleich down. Sehr gut. Ja, was habe ich gemacht? Ich hab's drin. Ich wollte eigentlich nur meinen Dash wieder zurückhaben. Einmal in seine Hose gedasht und Weichteile draus gemacht. Das kleine Medaillon knisterte vor Kraft in den Händen der jungen Ritterin. Sie konnte nun einen Blitz vom Himmel rufen. Eine was? Ein Blitz? Wie das denn? Das geht nicht. Ich kann es nicht einsetzen. Vielleicht nur, wenn da ein Gegner in der Nähe ist? Vielleicht zielt das automatisch auf den Gegner? Ich muss es ausprobieren. Hier sind doch bestimmt welche in der Nähe, oder? Ja, hier. Oh mein Gott, das macht One-Shot auf den Gegner. Okay, es verbraucht noch sehr viel Energie, aber... Junge! Das ist ja mal ein geiler Angriff. Im Namen des Gottes! Erledige ich dich! Und dann der Blitz. Aus dem Weg! Ihr wollt doch nicht die Macht des kleinen Mädchens spüren, oder? Dachte ich mir. Hey! Na, ich hab keine Energie! Nein, lass mich in Ruhe, ich hab Angst, ich hab keine Energie! Nein, Hilfe, Hilfe, Hilfe! So schnell weg! Oh, Herz! Herz! Flop! Oh nein, da ist wieder so ein Rätsel! Hier kann ich runter? Muss nach oben, Mann! Irgendein. Ah, oben ist noch ein Raum, da kann ich auch einen Schalter aktivieren, okay. Sehr symmetrisch. Auf die... Oh lol, wenn auf die Gegner springen, dann sterben die sofort. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Ist aber cool. Bam. Lass mich da bitte durch. Puh. Ihr habt doch nicht auf mich gehört. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und ich fühle jetzt... Frustration. Beim nächsten Rätsel. Ist das ein Schieberätsel? Gehen die komplett durch? Die gehen nur einmal durch. Oh, nicht sowas, bitte. Ich will sowas nie wiedersehen. So ein Pokémon-Stärke-Rätsel. Oh Mann. Wir müssen alle einfach nur in die Ecke. Das scheint ja gar nicht mal so schwer eigentlich zu sein. I mean,
Der erste ist schon mal weg. Theoretisch. Ne? Dann. Ja, jetzt ist halt natürlich die Frage, ne? Ich glaube, der hier ist auch weg. Dann den nach unten? So, den kann ich noch mal ganz wegschieben. Oder erstmal zur Seite nur. Ist auch okay. Stopp! Das ist böse, aber ich verstehe es. Hm? Jetzt außen rum. Aha! Na, sieh mal einer an. Habe ich es doch noch gecheckt. Ja, Gott sei Dank sind die storybedingten Rätsel nicht ansatzweise so schwer wie die, die man machen muss für lausige Herzteile. Ja, aufpassen und ausweichen vor den bösen roten Blöcken. Wir haben's! Okay. Der dritte von vier besonderen Räumen. Und das hier ist ganz klar, wie das hier gemacht werden soll. Mhm. Der kann nach unten den drehen. Ah, das ist schon nicht schlecht. Jetzt können wir den ja noch ein bisschen verändern. Oh. Hm, vielleicht ja auf so eine Art und Weise. Mhm. Geht das so rum? Ja, es geht. Das geht. Okay. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Ja. Sieht nicht schlecht aus, nicht verkehrt. Aber wir kehren um. In die Richtung. Damit du das hier machst. Und damit du das. Oh, das geht gar nicht. Okay, das ist schwierig jetzt. Schön und gut. Aber geht da vielleicht noch mehr? Das ist definitiv ein schwierigeres Rätsel als das davor. Wenn ich doch hier nur ein Signal runterkriegen könnte. Ja, aber das ist nicht, wie ich es wollte. Und hier kann ich auch nichts umlenken bis hier rüber. Richtig? Überhaupt nicht. Okay, irgendwas stimmt hier nicht, glaube ich. Vielleicht muss ich das hier ausnutzen. Das geht hier so entlang. Ach, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Aber warte, der kann nach oben. Und der kann nach links. Moment. Nein. Ach, ist das nervig. Ja, der kann nach unten. Der kann in meine Richtung schauen. Und ich dachte, ich wäre was dran. Ha. Um das wegzumachen, war alles kaputt, richtig? Ja, das macht alles kaputt. Das ist nicht wieder so. Oder? Muss ich vielleicht alles hier benutzen? Oh. Moment mal, den habe ich noch gar nicht gedreht. Oho. Mal langsam schlagen mit dem Schwertele. Wieso soll ich das hier entlang? Warte. Wo geht es gerade entlang? Gott, ist das verwirrend. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich glaube, das hier muss anders sein. Ha. Vielleicht muss das so rum sein, damit der hier halt geradeaus durchgehen kann. Nee, das macht keinen Sinn. Okay, nee, das macht keinen Sinn. Ich glaube, die Mitte ist komplett einfach nur fake. Aber wie kriege ich das denn hier durch? Es geht nur von links oder von rechts. Von oben geht es nicht. Was bedeuten würde, von links geht es ja nicht, weil das ein Strich ist. Da connectet da nichts dran. Das geht nicht mal von hier.
muss der so sein. Bedeutet, das muss von hier kommen. Also entweder links oder rechts. Rechts geht natürlich nicht wegen dem hier. Also von hier. Geht nicht wegen dem, also von hier. Der muss so sein. Hä? Jetzt hab's geschafft? Okay, da hatte ich einfach nur eine Logiklücke irgendwo gehabt. Aber es hat geklappt. Ich hab's herausgefunden. Warte mal, da ist ja noch ein Strahl. Warte, was? Wie kann ich da jetzt lang? Jetzt sind wir wirklich auf der rechten Seite. Verschwinde! Ich mach euch alle kalt. Ein heißes Bad wartet euch auf alle. Wartet auf euch alle. Wollt kein Deutsch. Heute nicht. Was geht denn hier ab? Kann man das nicht verschieben? Ich bin hier, glaube ich, falsch. Ah, ich muss nach oben. Ja, ich Idiot. Claro. Claro, Varo. Ich muss auch. Ey! Ey! Aus dem Weg da, ihr Penner! Ich muss nach oben! Moment! Moment! Ey! Was verstehst du unter aus dem Weg nicht? Idiot! Ah ja, da ist er! Und kann ich jetzt auch oben rein? Aha! Jetzt verstehe ich! Oh mein Gott! Und da oben! Hier in der Mitte oben ist dann der Bossraum. Das ist der letzte Bereich. Das macht alles Sinn. Auf eine gewisse Art und Weise. Hilfe! Verschwindet. Warum kann ich hier lang? Hier ist doch gar nichts. Oder? Hast du eine Abkürzung? Das bringt ja lang. Da muss ich auf jeden Fall lang. Ich bin ja definitiv falsch. Hilfe! Hallo! Hab so gewollt. Keine Gnade für die Spinnen. Ich denke, da können viele relaten. Ich natürlich nicht. Ey, ich war der Katzi, das ist unfair. Was soll das? Das waren böse Spinnen jetzt. Ey! Hilfe, ich war attackiert, weil ich in der Katzi bin. Das ist nicht fair. Genauso wie das Schicksal. Ist nun mal nicht fair. Ah, wieder sowas. Okay. First try. Vertraut mir, Freunde. Jetzt first try. Wie so ein Fall Guys Parcours. Aber mit Schmackes gemeistert. Und jetzt? Jetzt geht's einfach ganz normal weiter. Das ist ein langer Weg. Langer Weg 27. Ah! Ich wollte das auch first try schaffen. Ich habe euch im Stich gelassen, meine Fans, meine Freunde. Familie? Bekannte? Wie soll ich euch nennen? Ich nenne euch die Helden des Blossoms aus dem Tale des Königreichs. Ach komm, halt's mal. Aber nur Unfug. Ich spreche ja ganz viel Altdeutsch. Lass mich bitte durch jetzt. Bitte. Bitte. Boah. Das Ende ist halt böse. Bin ich jetzt durch? Darf ich jetzt feiern? Kann ich die Flasche schon mal aufmachen? Nee, noch nicht. Okay. Was ist das für ein Laser? Was zum... Ich dachte, da sterbe ich. Aber nee, das ist ein Teleporter. Wow. Wow, hey. Ah! Ich glaube, da kommt man sonst nicht durch, wenn man sich nicht teleportieren lässt. Na gut. Vielleicht war da ein Secret, ich weiß es nicht. Glaub eher nicht. Ist das jetzt ein Rätsel oder was? Wo bin ich hier? Bin ich hier bei Pokémon Sabrinas Arena? So kommt es mir jedenfalls vor. Ey! So, das war ich. Ich glaube, dass die Teleporter so ein bisschen als Entity zählen, oder? Was wird das hier? Spiel? Hallo? Hä? Was? Was wird das hier? Ich will hier ein bisschen weg. Was für ein Netz? War ich hier schon mal? Ey! Och nö!
Oh mein Gott, ist das nervig. Hä? Was? Ha? Ja. Warte, geh mal zurück. Hier. Aha. Ich muss die Bombe aktivieren. Nein, Bombe! Stopp! Bombe. Nee, ist gar nichts. Ach, wie ist der Ausgang? Oh, Gott sei Dank. Boah, das war nervig. Nein! Das gibt's doch nicht. Noch eins von denen. Rätseln, okay. Na schön, meinetwegen. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Warte, hier ist auch noch. Oh mein Gott, hier sind auch noch welche jetzt. Holy shit. Gar nicht gut. Ja, geradeaus. Das ist schon mal nicht schlecht. Andererseits, so wäre besser. Denn dann kann ich den hier nach unten. Der kann da. Der kann Kanada. Okay. Ja. Okay. Schön. Kannst du dich vielleicht mal so rumdrehen? Haben wir alle was von? Gehen wir alle was für ein Stück vom Kuchen ab? Warte mal. Ah, warte mal, hier ist was falsch. Hier ist immer so eine Logiklücke, glaube ich. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah. Irgendwas stimmt hier nicht. Kann der vielleicht noch. Achso. Achso. Das ist natürlich doof. Das muss ich irgendwie anders verbinden lassen. Also links die Seite ist jetzt komplett, aber rechts fehlen dann noch zwei. Da komme ich gar nicht entlang. Das würde überhaupt nichts bringen. Sei denn. Sei denn. Moment. Moment. Gott. Nein, stopp. Ja, ja. Nein, der Strich, der blöde Strich. Ja, dann geht das aber gar nicht. Oder es geht nur auf die Art und Weise. Wisst ihr? Jetzt. Aha, 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 aha. Das ist schon mal nicht schlecht. Bam, bam. Bam. Ja, 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 ja. Das ist richtig. Das ist so fein. Mit Schmackes durch. Und ich hab's. Bam. Oh Gott. Nee, die Rätsel machen mal Spaß. Muss nur mein Gehirn ein bisschen benutzen. Das ist nicht ganz so einfach. Versteht ihr sicherlich, oder? So, Krokus, du bist fällig. Los geht's. Vielleicht erstmal noch was trinken. Stay hydrated, Jungs und Mädels. Und alles in between. Huh. Elektrizität knisterte durch die Luft, als unsere Heldin vor den finsteren Thron trat. Jetzt geht's ab, Opa. Das große Finale. Du, ich dachte nie, dass ich mal eine dumme kleine Ritterin genauso hasse wie meinen Bruder. Obwohl es meine mächtigen Zauber waren, die das Königreich all die Jahre absicherte. Verehrte das gesamte Königreich immer nur Orchidee. Vielleicht hätte ich netter zu den Leuten sein sollen und ihnen nicht so unwürdige persönliche Besorgungen meinerseits auferlegen sollen. Aber trotzdem... All das wird keine Rolle mehr spielen, wenn ich endlich meinen Bruder entthront habe und das Königreich meines. Du, junge Ritterin, wirst die Erste sein, die niederkniet vor mir, den Hexenkönig Krokus! Das gab's auch nur du!
Wow, 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 wow. Wir folgen einen. Aua. Das gibt's doch nicht. Da kann ich nicht erwischen. Jetzt. Fahrt. Ah! Diese Blitze sind unerträglich. Wow. Ah, der Laser. Ah, Laserstrahl. Jetzt kommen wir nicht runter. Trau dich. Gott, bin ich hier bei Undertale oder was? Wow, wow, wow. Da ist er. Angriff! Kriegen ihn down! Fledermäuse! Aber ein Haufen von denen. Okay, das war aber nicht er selber, sondern er kann die einfach spawnen lassen, wo er sich wegteleportiert. Wow! Der Schisser, haut der immer ab! Zurück zu seinem Thron. Traut sich nicht mal gegen ein kleines Mädchen zu kämpfen! Und der will König der Welt sein? Oder was auch immer? Hey, ganz ruhig da hinten. Ganz ruhig da hinten auf den billigen Plätzen. Komm, wir malen was auf dem Boden. Okay, immer das gleiche. Komm, wir malen was Schönes. Aua! Ich wusste nicht, dass du dort anfängst. Ah, schade. Es geht immer schneller weg, als dass man das zum Malen benutzen kann. Nicht mal. Für Kunst kann man seine Zauber benutzen. Du kannst echt gar nichts, Mann. Da ist er! Sobald ich ihn einmal sehe, ist sofort meine Deckung weg. Nein! Hilfe! Liebe Bomberman, ich hab mich da eingekreist. Jetzt lass es gut sein! Gib endlich auf, Krokus! Du hast keine Chance! Null! Nada! Njet! Ey, der gibt sich nicht auf. Was zum? Nächste Phase. Oh, das ist cool. So, das hat er wirklich was von so einem Undertale-Bosskampf. Kann ich da rein? Nee. Aber er kann jetzt raus! Aus seinem eigenen Schloss. Oder wie Kerl kann ihn in seinem eigenen Schloss ein? Hm. Ja, schön. Was machen wir eigentlich mit ihm, wenn wir ihn besiegt haben? Mit seinem Schloss. Nein! Oh Gott, die Bombe hat mich nicht erwischt zum Glück. Weil ich paralysiert war. Was da drüber ging? Angriff! Da hat er mal so schnell ab. Komm schon! So viel Leben kann er nicht haben! Nein! Gabbit! Okay. Noch stehen bleiben vielleicht? Oh, ja, es hat gut geholfen. Ein mächtiger Hexenmeister! Besiegt vor einem primitiven Rekruten! Verflucht seien die Ritter! Verflucht sei mein törichter Bruder! Verflucht seist du, Lilly! Wow! Der war ja einfach, Mann. So wurde der Hexer Krokus besiegt und konnte nie wieder einen bösen Zauber auf eine lebende Seele richten. Juhu, das Blütenkönigreich hat endlich wieder Frieden. Dann lass das Fest beginnen. Das Ende. Yay! Unser Königreich steht ewiglich in eurer Schuld. Bitte nehmt dieses königliche Armband als ein Zeichen der Dankbarkeit eures Königs. Möge es euch behilflich sein, bei der Läuterung des Landes von dem Bösen, das dank meines Bruders noch immer lauert. Danke. Lang lebe Lilly, die Heldin des Blütenkönigreichs! Yeah! Und so endet die Geschichte von Blossom Tales, the Sleeping King. Die Geschichte fand ich toll, Opa. Sie war richtig tapfer. Ja, sehr. Lilly zeigte uns, dass selbst wenn Dunkelheit regiert, jeder ein Held sein kann. Alles, was man braucht, ist Tapferkeit. Und eine Menge Herz. Also, welche Geschichte gibt's als nächstes? Seid brav morgen und ich erzähle euch eine andere vor dem Schlafengehen. Doch für heute geht's erstmal ab in die Falle. Okay. Gute Nacht, Opa.
Und danke für die Geschichte. Boah, bin ich über Blaubeer oder was? So viele Geschichten. Aber der Opa, der muss jetzt auch mal schlafen. Auf seinem gemütlichen Sessel. Er hat bestimmt bald neue Geschichten. Chris, was gibt's? Hä? Was war's denn jetzt? Ende. Freunde, Fazit. Blossom Tales ist ein cooles, Zelda-ähnliches Game. Es hat mir schon Spaß gemacht. Ich muss sagen, so die 100% sammeln und so ist jetzt nicht sonderlich spaßig. Manche Rätsel, so manche Schieberätsel und vor allem manche Summon Cells Rätsel waren wirklich... Die waren so unnötig, brutal schwer. Also wirklich, da gab es keinen Grund dafür, dass du dir 10-mal hintereinander eine Melodie merken musst. Du siehst sie nur theoretisch einmal und dann wird sie immer randomized. Keine Ahnung, das... Ja, manche Rätsel... Ich fand aber auf jeden Fall das Konzept ziemlich cool und ich sehe hier auf jeden Fall Potenzial. Hier ist was da, hier ist ein Stein, aber dieser Stein ist noch nicht poliert. Man kann aus diesem Spiel noch mehr machen und ich glaube, oder wisst ihr was, ich bin mir sehr sicher, dass der zweite Teil von Blossom Tales, den wir auch noch spielen werden irgendwann, ich glaube, dass der diesen Stein schön macht, ja? Hier ist er noch ein bisschen rough. Spielst ein bisschen rough. Aber es war trotzdem ein schönes Spiel. Ich hatte meinen Spaß damit. Ich brauchte ja irgendein Zelda-mäßiges Spiel, wo man jetzt ein Girl spielt. Ich konnte mir Echoes of Wisdom nicht leisten. Nee, ich hab darauf jetzt einfach Lust gehabt und ich hoffe, ihr habt auch Lust in der Zukunft auf weitere Abenteuer. Aber hey, wir sind noch nicht fertig. Wie gesagt, es gibt ja jetzt noch ein bisschen was zu sammeln. Außerdem haben wir ein neues Item bekommen, habe ich gesehen. Ring. Und ich glaube, ein Aftergame sollte es nicht geben. Das würde mich jetzt wundern. Ja, nettes Spiel. Nettes kleines Abenteuer. Hat ein paar Stunden gedauert. Vielleicht ein paar Stunden zu lang bei mir, aber... Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Okay. Und... Hallo? Muss ich was drücken? Muss was drücken. Okay. Yeah! Blossom Tales! Ja, Mann! Fast tot! Lily wurde nicht einfach zur Stubenhockerin nach dem Sieg über Krokus. Keineswegs! Es gab noch eine Menge zu tun, überall in ihrem wunderbaren Königreich. Hier zum Beispiel noch mehr Geheimnisse aufdecken oder Menschen in Nöten helfen. Erzähl, Opa, ich will nicht, dass die Geschichte aufhört. Also, war das jetzt gerade noch bevor die schlafen gegangen sind, oder wie? Komisch aber auch, dass wir uns zu Schloss Mitte teleportieren können, aber nicht zu Schloss Ende? War da jemand faul? Hey, hier ist die ganze Map. Haben alle Items bis auf einen Slot nicht. Ich weiß nicht, was dieser eine Slot ist, der uns fehlt. Aber ist es bestimmt nicht wichtig. Außerdem, schau mal unten. Unten sind ja auch 4 Slots frei. Und einer davon ist bestimmt von den Briefen, die wir nicht mehr austragen können, weil wir alle gemacht haben. Also ich glaube, das soll so, dass manche Felder einfach leer sind. Was macht das? Teleportieren. Ach, ich kann mich jetzt einfach überall hin teleportieren mit dem Ding. Mit dem Ring. Oh. Den gibst du mir erst jetzt? Ist es dein Herz? Bist du dumm, König? Jetzt kriege ich so einen krassen Ring? Ja, jetzt brauche ich den auch nicht mehr. Na, obwohl, das würde ich so nicht sagen. Das ist schon ganz nett, aber ich glaube, erst jetzt hätte ich anfangen sollen mit dem Secret suchen. Naja, egal. Ja. Was, ihr habt mir 20 Pilze gebracht? Oh, dann können wir wieder Pilze beim Laden verkaufen. Hier ist eure Belohnung. Ich kaufe jeden, den ihr mir bringt. Okay, das habe ich scheinbar noch nicht gemacht. Nochmal 20 Pilze, wow! Das kann man wohl immer wieder spammen. Okay. Warte mal, was? Das war Rittes Lösung? Ich habe einfach diese Pilzquest gemacht, die ich nie gemacht habe, weil mir die Pilzsuppen egal waren. Dann habe ich die Pilzsuppen im Schloss-Shop gekauft und jetzt ist hier einfach ein Herzteil. Was ich mir gerade noch so leisten kann.
das, ohne Witz, vorletzte Herzteil. Was geht hier ab? Okay. Ich kaufe das jetzt auch einfach mal, auch wenn ich jetzt so viel pleite bin. Ich will einfach nur wissen, ob sich das jetzt, ob das bedeutet, dass vielleicht... Ich bin verwirrt. Ich bin absolut verwirrt, Freunde. Was zur Hölle? Ratet mal, was ich gefunden habe. Ein Ort, wo wir noch nicht waren. Oben, über dem Haus, wo man startet. Wo man Bomben braucht, um durchzukommen. Man kann den Tisch ziehen. Müsst ihr euch vorstellen, ich habe in der letzten Folge einen Guide benutzt. Und jetzt benutze ich einen ganz anderen Guide, der eigentlich für das komplette Spiel gedacht ist. Das andere, was ich vorher benutzt habe, war nur für die Sequels und das jetzt für den kompletten Guide. Da muss ich mich komplett durchlesen und... Naja, das Ding ist... Hier ist nur Geld drin? Na gut, brauchen wir sowieso. Aber das ist trotzdem so seltsam. Freunde, ich habe gerade eine großartige Entdeckung gemacht. Wie zur Hölle habe ich das nicht gefunden? Hier ist einfach noch eine Höhle, wo ich scheinbar gar nicht drin war. Ihr seht, wo ich bin. Hier. Man kann hier runterjumpen in diese Höhle. Und... Ich habe hier gesehen, die Kiste ist zu. Also haben wir das hier scheinbar noch gar nicht gemacht. Ist es meines offensichtlich, was hier gemacht werden muss. Mit dem Bumerang hier alles aktivieren. Sehr einfach. Und da ist es, das letzte Scroll, was gefehlt hat. Elissas Schriftrolle, die allerletzte. Wenn ich doch nur auch so auf Pilze bestehen würde, wie jeder andere auch. Die rote Sorte ist zu würzig und die gelbe schmeckt nach Schimmelkäse. Senioren sagen, die ekelhafte grüne Pilzsuppe sei gut für die Verdauung. Brrr. Die leere Sorte schmeckt lecker und lässt dein Haar dieselbe Farbe annehmen, was irgendwie cool ist. Die temporäre Blindheit hingegen nicht so sehr. Interessant. Na gut, somit haben wir jetzt auf jeden Fall alle Schriftrollen und wir werden sie nun abgeben zu Elissa, die in der Kapelle auf uns wartet. Und ich bin gespannt, was wir dafür bekommen. Ich kann mir drei Dinge vorstellen. Und zwei davon wären sehr hilfreich. Also mal schauen, was wir bekommen. Hallo. Du hast sie alle gefunden. Ich freue mich so. Jetzt kann ich meine Abenteuer veröffentlichen. Jeder kann sie lesen. Ich glaube, ich nenne sie Elissa Tales. Hoffentlich verkaufe ich genug, um das nächste Abenteuer zu finanzieren. Mein nächstes wird noch größer und noch besser als also erzählt euren Freunden von Elissa Tales. Oh, und hier ein besonderes Geschenk als Dank für eure Hilfe. What? Einen kompletten Energiekristallcontainer. Okay, ein bisschen schade, dass das Ding da rechts nicht komplett ausgefüllt ist. Wäre doch cool gewesen. Aber damit haben wir alle Schriftrollen, alle Energiekristalle. Und mir fehlt trotzdem noch ein Herzteil irgendwo. Aber das war riesig! Das war ein riesiger Win für uns! Oh mein Gott! Crazy! Ja, Mann! Ich komm weiter! Und schaut euch das an, wie viel Energie wir jetzt haben. Ja, ist ein bisschen schade, dass die maximale Energie nicht komplett durchgeht mit der Leiste her. So, nicht komplett durch wie die Herzen. Aber schaut mal, wie schnell wir jetzt sein können. Angefangen von, sagen wir mal, von hier. Das hat schon was. Fünfmal hintereinander dashen oder auch andere Attacken ausführen? Not bad. Hä? Habe ich mit dem noch nie geredet? Er meint gerade zu mir, Hilfe, meine Bienen machen Radar und ich kann sie nicht mehr beruhigen. Und helfe mir beim Sammeln von Honigwaben und mir kommt eine Belohnung. Und ich mache mindestens 20 Honigwaben. Habe ich nicht? Oh, ich habe 11 Stück nur. Ja, dann machen wir ein paar welche platt. Ganz fix, ganz schnell. Wir sind ja mittlerweile super duper stark geworden. Also wird das absolut kein Problem sein. Kann es sein, dass wir jetzt... Ja, unser Laser verlieren. Ah, das war klar. Ich weiß nicht, was man dafür bekommt. Aber man bekommt was. Und wenn ich Glück habe, ist es ja vielleicht ein Herzteil. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Aber wehe, es ist nur Geld. Oder wie, weiß ich, ein One-Up. Da wäre ja was sauer. Spiel, dann werde ich sauer. Ich kann mal one-shotten mit dem Dash. Gut zu wissen. Ja,
Aber ich meine, wir hatten das schon mal geschafft mit den 20 Bienenwaben. Vielleicht habe ich wirklich einfach vergessen, mit ihm zu reden. Habt ihr dann irgendwie ausgegeben, Bienenwaben? Das kann sein. Oh, ihr habt sie gesammelt. Erstaunlich. Ich brauche immer noch mehr, also immer her damit. Hä? Meister der Magie. Der Imker überreichte ihr ein kleines Medaillon, das in ihrer Hand summte. Solange sie es besaß, konnte sie Bienen zu Hilfe rufen. What? Oh, schau mal, wir haben doch alle Itemslots ausfüllen können. Wir haben ein Bienenmedaillon. Oh. Das hat was. Das ist einfach cool. Oh, hätte ich das früher geholt, hätte es mir geholfen. Aber ich war ein Idiot und habe nicht gecheckt, dass ich die Bienenhonigwaben noch nicht abgegeben habe. Okay. Schau mal kurz, weil jetzt alle Achievements sogar. Ja, alle bis auf eins. Dreimal dürft ihr raten, was das letzte Achievement ist. Ich suche weiter. Freunde, waren wir jemals hier drin? Waren wir jemals drin? Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Ihr müsst euch vorstellen. Oh mein Gott. Ihr müsst euch vorstellen, ich... Warte, stopp. Bevor ich jetzt was sage. Bin ich hier richtig? Ist hier etwas? Mir fehlt ein Herzteil. Und ihr müsst euch vorstellen, ich... gehe einen bestimmten Guide jetzt schon zum 5. Mal durch. Jeden einzelnen Spot bin ich nochmal überall hin und her lang gelaufen. Und jetzt ist mir das hier aufgefallen. Ich bin mir sehr sicher, dass ich hier schon mal war. Ich meine, ich muss hier schon gewesen sein. Richtig? Andererseits, warum war... Oh mein Gott. Bitte ist es nicht Geld, bitte ist es kein Geld, bitte ist es ein Herzteil. Bitte, bis das bei den Qualen enden. Bitte Spiel, bitte Spiel, bitte Spiel, bitte Spiel. Hä? Lily entdeckte einen mythenhaften Ring, der seinem Besitzer erlaubte, spezielle Items herbeizuholen. Sehr cool. Was? 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 Es gibt noch mehr. Was? Was? Ich bin verwirrt und sehr frustriert. Für den Fall, dass ich auch nach dem 7. Mal nachschauen das Herzteil nicht finden sollte, sage ich euch jetzt schon mal, mein Spiel ist verbuggt, glaube ich, weil ich habe wirklich alle Herzteile, ich müsste alles haben, ich habe keine Ahnung, was fehlt, ich habe im Shop, ich zeige euch das jetzt, das nervt mich nämlich gerade, ich habe in jedem einzelnen Shop, ich habe extra Geld gefarmt, um alle Shops leer zu kaufen, jeder Shop ist leer, also daran wird es nicht liegen, falls Leute sagen, ja, dann hast du halt was im Shop nicht gekauft, das ist es nicht. Was? War was? Deshalb war das hier ein Trank. Ich habe extra 500 jeweils pro Gebiet an Münzen gefarmt, um dieses One-Up zu holen. Warum war da jetzt... Das sagt mir nicht. Hier ist aber auch leer. Hä? Warum ist da dieser eine random Trank jetzt? Jetzt bin ich total misstrauisch. Okay, ich schätze, ich muss da noch 8-mal nachschauen. Ist alles leer? Nein, es gibt nichts. Wie gesagt, für den Fall werde ich jetzt erstmal ein Outro machen. Das Play ist hier vorbei. Ich finde nichts mehr. Falls einer von euch eine Ahnung hat, lasst es mich wissen. Vielleicht gebe ich euch dann in der Beschreibung oder in den Kommentaren so eine Bonus-Episode. Aber es ist wirklich so, es gibt nichts mehr. Es ist vorbei, es ist fertig, es gibt nichts mehr. Es ist Schluss jetzt. Ich verliere meine Nerven. Ich habe wirklich so oft alles durchgeschaut. Ich kenne alle Orte auswendig gleich. Ich kann Speedrun machen. Das ist unfassbar. Ich kann das nicht mehr. Ich bin
fertig.